Heute geht es darum, die Oberfläche unseres Rechners zu verschönern. Dazu zählt also erstmal, dass die Buttons, die wir hier haben, alle gleich groß sind. Da passiert ja momentan noch etwas Unverständliches. Und dann wollen wir sehen, dass wir auf der Grafikseite einfach die Möglichkeit haben, hier verschiedene Funktionen darzustellen, die man auch abwechseln kann. Und dann wollen wir schauen, wie können wir den Übergang zwischen diesen beiden Bildschirmen etwas schöner gestalten. Das ist also jetzt das Ziel. Und wir fangen dann einfach mal damit an, dass wir sagen, als erstes schauen wir uns mal den Grafikteil an. Und da haben wir momentan ja die beiden Buttons, Kalkulator und Grafikanzeichen. Und wir haben dann immer noch die Grafik hinten rangehangen. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen umändern, indem wir jetzt hier in dieses Box-Layout nochmal ein weiteres Box-Layout einführen. Und das bekommt von uns wieder eine ID. Das nenne ich jetzt mal Graph. Und wir wollen in dieses Box-Layout dann immer die Grafik reinbringen. Das speichern wir erstmal ab. Und beim Main machen wir es jetzt so, dass wir also den Graphen nicht mehr einfach so in die Szene reinbringen, sondern dass wir an der Stelle ihn in dieses Graph Box Layout reinschreiben. Self-Root, das hatten wir schon mal gemacht. IDs. Graph und dort kommt das Widget rein. Und dann schauen wir mal an, wie das jetzt funktioniert. Speichern das ab. So, gehen wir auf die Grafik drauf. Grafik anzeigen. Und da ist ein kleiner Fehler passiert. Ah, hier hat sich wahrscheinlich irgendwann mal noch so ein Buchstabe eingeschlichen. Also nochmal Grafik anzeigen. Jetzt haben wir diese Grafik hier oben. Und wenn ich jetzt ein zweites Mal drücke, erscheinen die ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal. Das kommt jetzt im nächsten Schritt raus. Das heißt, an dieser Stelle, bevor wir einen neuen Graphen einfügen, sagen wir, wir möchten vorher einfach mal alle Kinder von diesem Widget löschen und das ist einfach der Befehl Clear Widgets. So, damit wird also diese Ansicht freigemacht und hinterher wird der neu berechnete Graph reingeschrieben. Probieren wir aus, Grafik anzeigen und wir merken, da wird was aktualisiert. Können aber nicht genau erkennen, dass da wirklich was Neues entsteht. Dazu ändern wir diese Gengraph-Funktion jetzt einfach mal um, indem wir sagen, der geben wir noch einen weiteren Parameter mit dem Modus und sagen, wenn der Modus 1 ist, dann wollen wir diesen Graphen erzeugen. Und wenn der Modus gleich 2 ist, dann wollen wir den anderen Graphen erzeugen. Jetzt haben wir also hier einen Übergabeparameter mehr und den müssen wir auch hier oben reinbringen. Das heißt, hier haben wir Gengraph Self, 1 und wir hängen noch einen zweiten Button dazu.
kriegt zwei Anzeichen. Schreiben hier die zwei rein, speichern das, gehen raus, starten das Programm neu, gehen auf die Grafik und können jetzt die erste Grafik anzeigen und die zweite anzeigen und wieder die erste. Das funktioniert also schon mal gut. Jetzt geben wir dem hier einfach einen etwas aussagekräftigeren Titel. Das erste war die Sinusfunktion. Und die Grafik 2 war linear. So. Und damit haben wir also zwei Funktionen. Was uns jetzt auch noch stört, ist jetzt, dass diese drei Buttons genauso viel Raum einnehmen wie hier oben das Ausgabefenster. Es wäre schön, wenn diese drei Buttons einfach einen geringeren Teil ausmachen würden. Und das geschieht, indem man jetzt hergeht und sagt, dieses Box-Layout, was wir hier oben haben für die grafische Darstellung, das soll eine gewisse Höhe haben, size hint y, und da legen wir jetzt einfach mal den Wert 4 fest. Und wir schaffen hier ein zweites Box-Layout. Und in dieses zweite Box-Layout stecken wir diese Buttons hier alle rein. Das heißt, das schieben wir einfach zurück. Und wenn ich hier nichts sage, dann ist quasi dieses Size Hint Y für das zweite Box-Layout 1. Das heißt, die Größenverhältnisse werden wie 4 zu 1 jetzt sein. Speichern wir das ab. Auf die Grafik. Okay, jetzt haben wir hier noch das Problem, wir müssten wir haben hier das Size Hint an die falsche Stelle geschrieben. Es muss also hier runter zu diesem. Wir wollen ja nur die Grafik groß machen. So, jetzt haben wir hier oben quasi 4 Teile und hier unten einen Teil, und jetzt hat unser Diagramm einfach genug Platz. Und wenn wir zurückgehen, dann merken wir, dass hier natürlich die Größenverhältnisse auch nicht passen. Wir müssen also auch in dem oberen Teil oder in dem Rechnerteil hier etwas ändern. Und das machen wir jetzt genauso, dass wir nämlich jetzt sagen, wir füllen hier drin unseren Ziffernbereich einfach mal mit weiteren Ziffern auf. Wir haben hier die 1, die 2. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal her und suche hier 3, 4, 5, 6 weitere Knöpfe. Ich sage auch, beim normalen Taschenrechner haben wir so ein dreispaltiges Layout, und wir sagen, dieses Grid-Layout, was wir hier haben, das soll von den Größenverhältnissen so viel wie 3 Zeilen sein. Size hint y ist 3, und dann schauen wir einfach mal, was ist jetzt da rausgekommen. Also zumachen, Oberfläche nochmal neu starten, und jetzt sehen wir, diese erste Zeile ist genauso hoch wie alle Ziffernzeilen und genauso hoch wie das hier unten. Und wenn wir rübergehen, dann merken wir auch, hier sind die Buttons gleich groß. So, was uns jetzt noch ein bisschen stört, ist, dass Grafik jetzt rechts steht. Wenn ich rumklicke, muss ich zum Zurückspringen mit der Maus ganz rüber. Das heißt, ich werde jetzt das Kalkulator hier ans andere Ende schieben. Das ist ja kein Problem. Also diesen Button hier nehmen wir hier raus und schreiben den ans Ende der Liste, speichern das ab, starten das Programm neu. So, was jetzt noch weniger schön ist, ist dieser Übergang. Es wäre besser, da einen Übergang zu haben,
wo da irgendwas so weich drüber fließt, wo man nicht das Gefühl hat, die ganze Oberfläche stürzt zusammen. Und dazu gibt es die Möglichkeit, dem Screen Manager zu sagen, wie er sich verhalten soll, wie er diese Übergänge machen soll. Das läuft über das Schlüsselwort Transition und wir nehmen jetzt mal Vibe Transition. Speichern das und schauen, was da passiert. Und dann sagt er uns, der Name Vibe Transition ist nicht definiert. Also muss ich in dieser Oberflächendatei jetzt erstmal suchen, was ist dieses Vibe Transition? Ich nehme mir also diesen Begriff mal her. Und das macht mir jetzt in der Weise, dass man jetzt vorher mal sagen muss, man müsste auch hier in der Oberfläche eine spezielle Funktion importieren. Das läuft über eine Kommentarzeile am Anfang der Datei, Import, dann unser Wort Vibe Transition und dann, wo kommt das Ganze her? Von Kiwi, Oberfläche, Screen Manager und dann die Übergangsform, die wir haben wollen. Und jetzt starten wir das und gehen jetzt auf Grafik und dann merken wir, wie das ausgeblendet wird. Wir können hier was darstellen und wir können auch das wieder überschreiben. Damit haben wir jetzt den Zustand, dass also die Oberfläche schon vernünftig aussieht. Es fehlen hier noch ein paar Tasten, es fehlen noch ein paar Funktionen. Das ist okay. Das können wir dann einfach beim nächsten Mal wieder mit bearbeiten.